Guten Morgen. Herzlich willkommen zurück beim Miss Survival Staffel 4. Ah, ein neuer Tag. Ich bin tatsächlich sehr gut ausgeruht. Und das, obwohl wir hier in der Base geschlafen haben, in der neuen. Manchmal hast du Glück, ne? Wenn hier keine Zombies gerade vorbeilatschen, dann, kannst du schon mal eine Nacht ein bisschen durchziehen. Gibt es denn hier eine Leaf? Kannst du erstmal behalten. Gibt es hier noch ein paar Stöcker? Die nehme ich sehr gerne mit. Oh. Feder. Oh. Bisschen was gespawnt hier. Da stopfe ich mir die Stöcker mal in die Tasche. Oh, das läuft ja ganz gut. Gibt es noch mehr? So, noch eine Feder. Dann können wir jetzt hier auch mal den letzten Zaun fertig bauen. Ich würde allerdings mal ganz kurz den Pickup leer räumen mit euch zusammen. Zumindest mal ganz grob. Wir haben ja noch ein paar Kisten mitgebracht aus unserer alten Base vom Weißen Haus. Da ist der Umzug ja fast durch. Die machst du schon mal hier, Futterkiste. Muss zumindest zusehen, dass ich mein Inventar halbwegs leer bekomme. So. Stellen wir uns die mal. Machen wir Tür bitte zu. Hier an der Seite. Ist blöd, wenn die Tür aufsteht, kommst du gar nicht dran, ne? Ja, passt aber schon. Hau die mal hier hin. Was haben wir denn da drin? Gar nichts. Das ist natürlich nicht schlecht. Dann kannst du hier schon mal die Sachen reinpacken, die du noch verarbeiten willst. Fleisch, Salz und so ein Kram. Und dann stellen wir uns noch eine kleine Kiste hin für das Lagerfeuer. Ah ja, und guck mal. Wir werden es vielleicht endgültig schaffen, hier mal ein bisschen abzusichern. Gott sei Dank, es wird auch Zeit. Ich mache hier noch zwei kleine Tore hin. Und zwar hier so ans Ende, ne? Ist aber irgendwie schief und krumm jetzt, glaube ich. Machen wir mal so. Ist da eigentlich noch ein zweites daneben bekommen? Und gleich noch Nummer zwei. So. Ist das halbwegs gerade? Ich glaube, so eher, ne? Und was machen wir so? Jo, die müssen wir noch zumachen. Das heißt, ein paar Stöcker brauchen wir. Und ich pack mal eben noch hier. Was haben wir denn hier so? Oh, bisschen Munition und so ein Gedöns. Stelle ich mir noch mal eben ins Haus, dann kann ich nämlich noch mal ein bisschen was umpacken. Das, was Inventar leer kriegen, wir noch mal losmachen können. Mann, ich brauche nämlich noch zumindest einen Koffer. Stell die mal erstmal hier hin. So. Muss ich mal gucken, hier muss ja später auch noch irgendwie die Reloading Bench rein. Da sollen wir mal gucken, wie wir die bauen können. Oder beziehungsweise ob wir die schon bauen können. Und ich kann tatsächlich noch nicht die Werkbank upgraden, weil ich keine Component Box habe, die ich dafür brauche. Ein paar Zombies noch gekillt und dann kriegen wir die schon. Drüben in den Nebenraum auf der linken Seite, wenn wir reinkommen, mache ich mal die Wassergeschichten und die Distille für den Alkohol rein. Bisschen gerade kannst du es setzen. Und vielleicht noch einen Spind daneben. Da packe ich dann Tücher und sowas rein. Das passt aber. Da kannst du noch einen nebenhauen.
Dann wird hier drüben gebrutzelt. So, das gibt mal her. Dann verteile ich das hier schon mal. Was hast du denn hier drin? Oh, alle möglichen Gedöns. Na gut, zumindest die Munition packst du hier schon mal rein. Granate? Eher eine Waffe oder nicht? Ja. Kannst du erstmal bei Munition lassen. Räumst du eh nochmal um später. Ein Messer kann hier mit rein. Zwei Ranzigen nehme ich mit. Müssen wir frühstücken? Nee, nicht unbedingt. Lass das Futter erstmal hier drin. Und die letzten Spinde noch runtergeräumt. Schnappe ich mir die Wasserfässer. Wir machen noch mal ganz kurz eine Tour, um die Koffer zu organisieren. Wupp das mal hier rüber, so. Ist mal wieder ordentlich Stamina da. Ich bin begeistert. Schleichst du hier an so einen Zombie ran und kannst ihn nicht mal mit einem Messerkill töten, weil X Stamina. Oh, den Mist jetzt noch auszuräumen, habe ich ja nicht so einen Bock. Ja, komm. Schmeiß jetzt nochmal alles in einen Spind, dass wir leer losmachen können. Die packe ich mir tatsächlich noch aufs Auto, falls du mal so ein paar Kleinigkeiten mitnehmen musst. Das kann dir nicht schaden, schmeiß die mal da hinten hin. Dann sind wir schon fast abmarschbereit. Und das andere noch daneben. Da holen wir erstmal Wasser. Achso, du brauchst auch noch einen Eimer, ne? Mal gucken, ob ich mir noch einen basteln kann. Ein Eimer zum Schöpfen solltest du schon noch haben. Meinst du, wir können noch einen looten? Nee. Zu unsicher. Guck mal, was kostet das Ding? Das kann ja nicht die Welt kosten. Hier sind alle Eimer. So. Mitnehmen mussten schon. Das brauchst du nicht, den lässt hier. Zucker nicht. Was zu trinken kannst du ruhig mitnehmen, mussten wir gleich frühstücken. Den Wagenheber wolltest du noch holen, das brauchst du auch nicht. Sticks lass mal hier. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Nimm mal den Hammer noch mit, den hast du glaube ich mal hier reingeworfen. Steck mal weg, bitte. Hammer. Axt, weiß ich nicht, was sie brauchen. Pack sie lieber ein. Und den Wagenheber. So. Ich denke, dann können wir los. Hier noch in die Kiste komme. Jupp. Das kommt da rein. Das Ersatzmesser kommt rein. Dann haben wir erstmal genug Platz. Auf geht's.
nämlich ganz am Anfang, als ich hier rumgeirrt bin und mal geguckt habe, was hier in der Umgebung ist, gesehen, dass da auf jeden Fall noch ein paar Koffer standen. Ist aber nicht mehr hundertprozentig, wo das jetzt war. Ich glaube einfach hier rum, ne? Hier nochmal links. Bist du sicher? Nee. Ah. Hier gibt es noch mal ein bisschen was zu holen. Verdammt, habe ich keinen Benzinkanister mit? Habe ich wohl nicht. Naja gut, auf der kleinen Tour ist jetzt nicht so wild. Köfferchen? Würde ich noch zur Absicherung brauchen. Ich hoffe, das funktioniert auch so, wie ich mir das vorstelle. Müssen wir dann mal ausprobieren. Der passt hier noch locker drauf. Bisschen weiter kannst du noch draufstellen. Kostet ja jetzt auch nichts extra. So. Ja. Oh, hier ist sogar noch ein Reifen. Ja, Benzin wäre ganz cool gewesen. Fahre ich irgendwann nochmal schnell drumherum. Und hol das ab. Und hier ist Koffer Nummer 2. Oh, nice. Nochmal Salz. Das ist ja schon mal sehr gut. Campingplatz. Haben wir hier noch drin? Nix, aber mir geht es ja auch nur um den Koffer. Na. Oh. Widerspenstig. Sehr gut. So. Ich gucke noch mal ganz kurz hier, wenn wir jetzt schon mal gerade hier sind, ob ich hier alles weggelootet habe. Ein bisschen Platz hätte ich ja dabei. Vielleicht läuft es auch noch ein Ast über den Weg. Sieht irgendwie gar nicht so aus. Aber hier wäre nochmal Schubkarre für Clay. Aha. Dickes, fettes Brettchen. Das war die Sonne, das sah ja komisch aus. Ich glaube, hier war es ziemlich gründlich. Hier ist nicht mehr viel. Aber jetzt nehmen wir auch die Reste hier mit, ne? Also hier, Schubkarre hier. Nehme ich auseinander. Woodscrap, aber kein Clay dabei. Nichts mehr drauf. Karre können wir gleich noch mit abbauen. Ressourcen. Auch abgegrast, ne? Jawohl. Zwei Stöcker gleich mal unterwegs. Nehmen wir schnell mit. Dann nichts wie zurück zum Auto. Da.
Wir haben nochmal nach vorne beim Campingplatz geguckt. Und dann machen wir uns runter zum See. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ein widerspenstiges Brett. Die nächste Kammer. Hätte ja sein können. Einmal Stoff. Ist jetzt hier ein Bärschubkarren? Habe ich gar nicht dran entsinnen, dass hier überall zwei rumstanden. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Zweimal draufgeklopft. Ah. Oh, okay. Dann nehme ich die auch noch mit. Ich weiß gar nicht, hatte ich nicht schon mal eine mitgenommen? Von den kleinen Kisten hier für meine Sniper wollte ich doch eine mal, eigentlich immer eine mal dabei haben. Ich weiß gar nicht, na, wo ich die gelassen habe. Hallo? Verarscht er mich? Klemse dazwischen wird schon passen. So, haben wir jetzt hier alles? Hier hinten war auch nichts weiter. Nö, ich glaube, das war's. Ja. Zweite Kiste kannst du behalten. Oben auf dem Wohnwagen war auch nichts mehr drauf. Alles klar. Dann nix wie los. So, ein paar Pullen noch abgegrast. Oh, hier ist sogar noch eine Axt. Lag da noch was? Nee, sah nur so aus. Okay, der lohnt sich ja nochmal hier. Eine Axt nehme ich nochmal gerne mit. Da bin ich gar nicht mehr so gut aufgestellt. Oh, ein Seil liegt hier auch noch rum. Mann, hier lohnt sich ja nochmal richtig. Ah, sehr gut. Soll ich hier nochmal angehalten haben. Noch ein Fläschchen. Das Auto kannst du nochmal zerdeppern vielleicht. Das ist das reinste Saufgelage hier gewesen. So. Brett. Ist nicht mehr viel los. Dann ist das wohl gewesen. Scheißhaus ist auch leer. Nimm die Axt noch mit. Was hier? Ja. Ich glaube, das war's. Oh, da wird es auch ein bisschen diesig jetzt gerade. Das passt ja. Für meine Wasserholaktion. Jetzt eher nicht so gut.
Schmeißt du nochmal eben den Koffer rüber. Wie viele Sticks habe ich denn dabei? Können wir damit schon was anfangen? 4 leider nur. Bin ja hier leider noch nicht so hundertprozentig safe. Durch dass ich die beiden Tore jetzt noch nicht gebaut habe. Eins könntest du vielleicht sogar noch schaffen. So, warte, move den mal, dass du den noch hier vorstellst. Ich bin sehr gespannt. Baue das eben noch mal fertig. So. Könnte man testen, ob wir auf der Seite hier schon safe sind. Oder ob die hier drüber kommen, ne? Das weiß ich nämlich gar nicht so genau. Eigentlich dürfte es nicht funktionieren. Ist ja erstmal nur provisorisch, weil ich den Zaun ja noch ein Stück weiter runterziehen will, aber das dauert ja sonst viel zu lange. So, wie sieht's denn aus? Kann ich hier nochmal ein paar Sticks machen, ohne aufgefressen zu werden? 4 könnte ich ja noch. Noch ist keiner da, wie es scheint. Habe ich Komponenten dabei? Ja, habe ich. Könnte ich versuchen, den einen Zaun nochmal schnell zu bauen? Den hier vielleicht. Was fehlt mir denn? Oh, ein Stick. Ich hätte ja gern noch den zweiten Koffer. Der Mist geht los. Ja. Oh, da schleichen sie schon überall rum. Habe ich die Axt dabei? Ja. Jetzt wird es ganz wild, Leute. Schnell noch einen Stick gebaut. Keiner hier, ne? Erstmal lassen Sie mich in Ruhe. Dichter dran kann ich da anscheinend nicht. Warum auch immer. Funktioniert irgendwie nicht. So, hier kommt ihr doch bestimmt auch nicht durch. Ich bin ziemlich sicher, dass das alles gut werden wird. Ich würde es ja gerne mal ausprobieren, ne? Aber im Augenblick haben die ja gar keinen Bock hier auf mich. Doch, da ist einer. Läufst du hier zum Tor? Ne, wo läufst du hin? Ah, okay, der hat es eilig gehabt. Der wollte irgendwo anders lang. Na gut, ist halt schüchtern, ne? Sehr provisorisch, das Ganze. Provisionell sieht anders aus. Hallo. Schleichen ja so einige durch den Wald. Aber so richtig Bock auf mich haben sie nicht, ne? Na gut, dann müssen wir... Ah, da
Dann müssen wir das wohl ein andermal testen. Ah, du mein Freund, du siehst mich doch hier, oder? Hallo? Hier bin ich. Bist du selbst schuld. War natürlich ein Headshot jetzt, ne? Zum Ausprobieren nicht so gut. Hättest du den Headshot gewollt, hättest du keinen gekriegt. Gut, alles klar. Ich würde sagen, wir warten den Mist ab. Ich sollte auch mal zwischendurch einen kleinen Schluck trinken. Beziehungsweise wir könnten ja auch ein bisschen räumen schon mal. Was haben wir denn? Hier, eine Dose Coke. Oh, essen kannst du aber auch schon. Dann gönn dir mal so ein Bärchenschnitzel hier. Jetzt gleich mal testen, wenn einer reinkommt und dich jetzt wegknüppelt. Das ist doch nicht safe. So, hier noch wer ohne Fahrschein? Ah ja, du. Ich mag den Hammer. So, dann lass mal gucken, was haben wir denn hier? Können wir den Mist wenigstens anständig nutzen? Jede Menge Federn, könnte ich mir Pfeile bauen, muss ich aber erst wieder Sticks besorgen, ne? Also dieses... Oh, hier habe ich ja noch welche. Ich entsinne mich, bevor wir losgefahren sind, habe ich die, glaube ich, da reingepackt. Da hättest du auch das zweite Tor schon mal fertig bauen können, ne? So, move mal bitte. Ah. Scheint zu gehen, ne? Ich komme hier nicht rein. Halt ja, na gut, als so ein Zombie, ne? Der hat halt auch nicht unbedingt die Peilung, wo hier was lang geht. Und da um die Ecke kommen sie anscheinend auch nicht. Steht er da und guckt. Hast du vielleicht eine Component-Box für mich? Und was zum Teufel ist da unten? Haben die ein Meeting oder was? Dass sie mit dem Hammer immer One-Hit sind, das ist mir neu, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich hoffe nur, er geht nicht zu sehr davon kaputt. Der war schweineteuer, der Gute. So, hier ist doch schon mal leerer Spind. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Den stellen wir uns auf jeden Fall mal gleich mal hier in die Ecke. Ist jetzt irgendwie ein bisschen schiefer als die anderen, ne? Aber ich habe eigentlich gar nicht so richtig Bock, den jetzt nochmal zu bewegen. Küsten da wieder nicht rein, ne? Oh. Der passt aber schick. Wenn du es jetzt schon mal so ordentlich hingekriegt hast, dann lass es auch so stehen. Erstmal hier ein paar Metal Scraps. Die hat sie, glaube ich, hier. Damit du ein bisschen Platz hast. So, hier ist noch was. Hier sind Autoteile und der Benzinkanister, den du echt mal hättest mitnehmen können. Und jede Menge Tücher noch, die hast du aber auch woanders noch drin. Dann könnte ich mir einen Spind schon mal rüberziehen. Ja. Indem wir die Sachen fürs Kochen vom oder Destillieren vom Alkohol packen. Na, knurrt doch schon wieder was. Würde ich sagen, mach mal einen Schrank nur Tücher, da findest du wahrscheinlich am meisten.
so gleich hier in der Tür steht, werde ich doch noch mal ein bisschen nervös. Mittlerweile haben wir ja ein paar Spinte, ne? Können wir ein bisschen prassen mit dem Platz. Wo bist du denn, mein Guter? Da hinten? Nee. Ach, hier. Oh, nicht getroffen, das ist schlecht. Zack. Ah, sehr gut. Wir sind doch recht safe. Das gefällt mir gut. Auch einer ohne Fahrschein. Schließlich habt ihr ja immer ein bisschen Loot dabei. Ist gerade keiner. Dann könnte ich ja mal schnell hier den Zucker aus dem rausklauen und mal gleich wieder zumachen, wenn es geht. Wie sieht es bei dir aus? Komme ich an dich dran? Ich nehme mal schnell eine Dose zu futtern raus. Bevor die despawnen. Noch ein leerer Spind. Okay, dann stell doch den gleich mal hier rüber. Upsala. Ich habe keinen Bock, jetzt den anderen nochmal wegzunehmen. Ne, der passt da gerade so schön. So, perfekto. Machen wir hier das Gedöns rein. Was du zum Kochen brauchst. Und wir gucken mal, was die Destille so kostet. Hallöchen. Dass der mich nicht sieht, ne? Oh, der hat aber schön gesessen. Kann ich da schnell? So, alles gut so. Ah, hier ist ja der nächste Kollege. Nee, du kriegst mal wieder das Hämmerchen. So. Bringt mir euren Loot. Eine leere Pulle? Was ist denn mit dir los? So. Oh, da ist schon wieder wer. Ah. Aber nicht hier drin. Oh, das war schon recht knapp. Mann, hier stapelt sich ja so langsam richtig. Nee, ich würde gerne looten. Kartoffelsche. Oh, nice. Nichts ist schöner wie eine sichere Base. So, lass mal gucken, wie sehr geht denn das auf Mama? Ach, das ist okay. So, da ist er auch rum. Der Mist. Hast jetzt hier sogar noch ein Köfferchen glatt mal über. Das können wir auch ganz gut gebrauchen. Das würde ich nämlich eigentlich ganz gerne nutzen. Wo stellst du denn das hin? Hier irgendwo unter das Fenster. So. Ja, ist okay. Ob ich da nämlich Steine oder Blätter schon mal reinräumen. Das jetzt nicht so oft brauchst, damit die Spinte frei bleiben für größere Mengen an Ressourcen. Hm, herrlich. Und ich gehe mal kurz gucken, ob ich jetzt hier alle leer geräumt habe. Aha. Zucker finde ich schon mal sehr nett. Dich habe ich. Salz. So, eine Component-Box hätte. Oh, die sind schon. Hier ist schon despawned.
ist der hier hinten, den ich mit dem Pfeil gekillt habe, bestimmt auch nicht mehr da, ne? Hier ist nochmal ein Ast. Nehme ich sehr gerne mit. Was mit dir? Dich habe ich ausgeräuchert. Gut. So, jetzt aber nochmal ganz kurz Wasser holen, bitte. Damit ich das, was ich hier von Anfang an eigentlich machen wollte, wenigstens noch hinbekomme. Dann wird es halt schon wieder ein paar Minuten länger, ne? Aber das würde ich gerne schon mal anschmeißen, dass da mal wieder was durchläuft. War dein Auto nicht kaputt? Mach doch langsam. Hey, wir nehmen den hier. Ich glaube, hier ist es. Ich weiß gar nicht, ist hier auch ein Bär? Kann ich hier mal irgendwo durch, ohne das Auto zu zerlegen? Ne, ich glaube, hier ist safe, ne? Hier hast du keinen Bären. So. Sagte er. Guckte sich erstmal um. Dann stell dir mal das Fässchen hier dran. Wenn du jetzt noch den Eimer dabei hättest. Das Gefühl, ich habe was gehört. So, fill up. So. Ach du Schande. Geht das wieder los, dass du ihn jedes Mal ablegen musst, damit du hier rein kannst. Aber immerhin sind es gleich 10 Liter. Also 20 Mal das Ganze. Und schon. Ihr habt die Anführungszeichen gehört. Ablegen. So. Rein. So. Haben wir 200 Liter Wasser. Aber machst du nur eins voll und nimmst eins für sauberes? Oder auch so. Ich fülle hier noch ein bisschen auf. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Und wenn das so war, ne, ihr wisst es. Ihr Zombie-Schnetzler. Dann lasst mir gerne einen Daumen da. Das nervt mich richtig hier, das Wasser holen. Das ist richtig eklig. Naja. Aber bevor wir jetzt gleich fertig sind, machen wir jetzt tatsächlich mal Schluss, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Miss Survival. Macht es gut. Tschüsschen. Einmal. So. Um Gottes Willen.